Dein Name? Weston McKinney. Dein Alter? 21. Deine Position? Zentral Mittelfeld. Dein größter Erfolg? Vizemeister. Deine größte Schwäche? Abstiegskampf letztes Jahr. Ja, Weston, auch wenn es nicht so wirkt, wir sind hier mitten in Gelsenkirchen. Der Star Chief Diner bringt ein Stück USA ins Ruhrgebiet. Besuchst du solche Orte im Ruhrgebiet gern? Wenn ich weiß, dass die hier sind, dann ja. Aber ich wusste nicht, dass es solche Diner gibt hier eigentlich. Aber jetzt auf jeden Fall würde ich hier besuchen kommen. Du warst mit dem Kreisel ja auch für ein Fotoshooting in so einer Halloween-Show. Ja. Ist es dir wichtig, ein Stück deiner US-amerikanischen Kultur auch hier in Deutschland zu leben? Ja, ich glaube, für mich ja, ist wichtig. Hier in Deutschland, Halloween ist nicht so groß gefeiert als in Amerika, so ist ein bisschen anders. Aber ansonsten, wenn ich kann das feiern hier, dann feiere ich das. Also ist dir schon wichtig, auch ein bisschen Heimat hier nach Deutschland zu holen? Ja, auf jeden Fall. Bevor wir das alles ein bisschen vertiefen, erstmal zur wichtigsten Frage. Wie geht's deiner Schulter? Gut, richtig gut. Eigentlich schneller als gedacht. Ich glaube, ohne OP war das richtige Entscheidung. Und ja, bald auf dem Platz wieder. Weston, es war der 15. Spieltag. Luftzweikampf gegen Bas Dost, als du da in die Wiese eingeschlagen bist. Hast du sofort gemerkt, dass da richtig was kaputt gegangen ist? Ja, auf jeden Fall. Als ich hochgegangen gelandet, ich habe drauf gelandet und direkt so gehört, so eine Knack. Und ich sagte, okay, komm, du bist ein Fighter, ist okay, steh auf. Und ich lag da so und ich gehe so aufzustehen und mein Arm bewegt einfach nicht mit. Dann ich denke mir, okay, ich fühle meine Schulter, ist weich, dann gehe ich mehr oben und dann habe ich Knochen gefühlt. Und dann war ich so, oh nein, ich kann nicht mehr. So, ich dachte, erstmal hier gebrochen, aber dann, boah, ja, war, ich wusste direkt, dass irgendwas passiert. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man da liegt und man merkt, oh, ich habe gerade gemerkt, wie sich bei mir die Nackenhaare hochstellen. Gut, ich habe keine, aber das ist so. Ist natürlich als Spieler ist kacke, weil du willst natürlich spielen und wenn du weißt direkt schon, dass du nicht mehr spielen kannst, dann ist halt was Besonderes für ein Gefühl. Und für mich selber, das war so, scheiße, ich bin raus jetzt, ich kann nicht mehr spielen, ich habe unnormal Schmerzen auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe nicht darüber gedacht. Wenn ich ehrlich bin, für mich war die größte Überraschung, dass du in Fuente Alamo im Wintertrainingslager schon so viel mit der Mannschaft auf dem Platz gestanden hast. Hast du selber gedacht, dass es so schnell gehen kann? Ja und nein. Ich habe mit einer Spieler auch die Verletzung gehabt, Mats Genta, der gleiche Verletzung. Und der hat auch gesagt, ja, wenn du deine Übungen machst, dann kannst du wieder schnell kommen, aber eigentlich musst du aufpassen. Und ich habe eine richtig gute Physio-Team und richtig gute Trainer-Team und alle, die mir unterstützt hat, Spieler und alle. Und ja, ich glaube, das war einfacher für mich, die Arbeit zu machen und wieder auf den Platz zu kommen. Hat dich die Verletzung denn so über die Weihnachtsfeiertage sehr eingeschränkt oder konntest du deine Geschenke auspacken? Ja, ich könnte mein Geschenk aufpacken. Ich könnte schwimmen, einfach mit einem Arm, aber schon gut. Wie hast du denn überhaupt die Feiertage und den Jahreswechsel verbracht? Weihnachtspause, ich war erstmal in Malediven und dann Silvester, ich habe zu Hause gefeiert und dann im Stadt gegangen und ich habe eigentlich Salif getroffen im Stadt. Zufällig oder habt ihr euch verabredet? Ja, zufällig, aber ja, war schön.
Hast du denn mit Freunden zusammen gefeiert oder machst du das dann eher so mit deiner Familie und... Ja, meine Familie ist halt nicht hier. Ja, meine Freundin. Ach, du warst hier in der Stadt, nicht in den USA in der Nein, Stadt. nein, ich war hier. Also. Ja, Salif wird niemals in den USA in Dallas sein. Ja, deswegen, ich war irritiert. Nein, war ich hier in Düsseldorf. Ja. Ja, und habe ich ja mit meinen Freunden gefeiert. Wenn du denn dann aber mal zurück in die USA kommst, da dürftest du mittlerweile bekannt sein, wie ein bunter Hund. Ich meine, du bist der Kapitän, der amerikanischen Fußballnationalmannschaft. Kannst du dich in deiner Heimatstadt in Dallas eigentlich noch frei bewegen auf der Straße oder sind da schon so Leute, die sagen, oh, guck mal, da ist der Wesson? Eigentlich, wie gesagt, weil in Amerika Fußball ist nicht so groß. Und ich glaube, in Amerika, wenn du nicht dort spielst, dann bist du nicht so bekannt. So, wenn ich in der Stadt laufe, ist es kein Problem für mich. Ist nicht wie hier in Gelsenkirchen oder in Düsseldorf-Stadt. Auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, Fußball ist nicht so populär, du bist ja auch US-Amerikaner, welche Sportart gefällt dir neben dem Fußball dann am besten? Ja, American Football, glaube ich. Ich habe auch selber gespielt damals. Oh, ich glaube ja, American Football. Hast du ein Lieblingsteam? Washington Redskins. Die sind Die nicht im. sind, ja, die sind schlecht. Besser sind zwei andere Mannschaften, die Chiefs und die 49ers. Wer gewinnt das Super Bowl-Finale? Meine Mama ist Chiefs-Fan, so ich muss 49er sagen. Wenn deine Mutter Chiefs-Fan ist. Ja, ich hoffe, 49ers gewinnt. Aber deine Mama hast du lieb. Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du hast selber Football gespielt. Was für eine Position hast du da gespielt? So wie im Fußball, fast alle. Ich habe Running Back, Quarterback, Safety. Du kannst auswählen, was du willst. Ich habe gespielt, bestimmt. So ein Football zu werfen, dieses Ei zu werfen, ist ja gar nicht so einfach, wenn du Quarterback gespielt hast. Bist du so eine sportliche Allzweckwaffe, dass du. Ja, ich kann nicht zu selbstbewusst zu sein, aber ich kann eigentlich viele Sports spielen und fast alles machen. Aber Welches ich bin nicht? nicht. Weiß nicht. Nicht arrogant zu sein oder irgendwas. Nein, ich kann viele Sports spielen und ich bin halt ein Person, ich gebe immer mein alles, egal was ich versuche zu spielen. Ich glaube, deswegen kann ich. Sollen wir demnächst mal rhythmische Sportgymnastik mit dir probieren? Ja, kann. Ich ziehe mal Titan und gehe springen. Du hast einen Teil deiner Kindheit ja in Deutschland verbracht. Dein Vater war US-amerikanischer Soldat. Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit? Ja, ich war jetzt vor einer Woche im Kaiserslautern, im Otterbach, wo ich damals gewohnt habe. Mein altes Haus ist jetzt eine Wimper. Gebäude, die die Leuten gehen und Wimper machen kann. War traurig. Aber ja, ich habe viele Erinnerungen mit Fahrradfahren, zu Schwimmbad und 5 Meter Springboard springen. Ich habe Verstecken fangen. Ich habe eine Spieleier mit Ketchup und Mustard aufgefüllt und auf einer Porsche zugeworfen. So, ich habe viel. Hooligan. Ja, ist in meinem Blut. Hast du denn da auch Freunde außerhalb der Kaserne gehabt? Dein Vater war, glaube ich, in Ramstein. Also ihr habt da ja, oder habt ihr ganz normal in einem, normalerweise die Soldaten leben ja alle so in einem Bereich oder? Nein, meine Vater wollte, so meine Eltern wollten insgesamt, dass wir die Culture von Deutschland genießen und lernen kann. So, wir haben außerhalb die Ramstein Airbase gewohnt. In Ramstein ist, wo der Base ist. Wir haben in Otterbach gewohnt. Und das ist auch so eine kleine Dorf. So, du gehst in 5 Minuten bist du in das nächste Dorf. In Hast du da fünf noch Minuten. Freunde? Ja, einer von meinen besten Freunden sind immer noch in Otterbach und ich habe den besucht und die waren hier jetzt bei dem München-Gladbach-Spiel auch. Ich habe eigentlich viele, viele Freunde da.
Das stelle ich mir vor, du bist dann, wann seid ihr zurückgegangen? Wie alt warst du da? 6 bis 9. Ja. Jetzt 6 bis 9 ist ja so eine Phase, da geht man zur Schule, da lernt man die Freunde kennen und dann mit 9 Jahren wird dein Vater wieder in die USA versetzt und ihr geht zurück. Wie schwierig war das damals für dich, ja, Deutschland hinter dir zu lassen und wieder in die USA zurückzukommen? Deine Freunde hinter dir zu lassen? Ja, war natürlich traurig. Aber meine Freunde, auch wenn die dürfen kein Facebook oder irgendwas haben, die haben trotzdem Kontakt gehalten. Ich weiß nicht wie oder ich glaube vielleicht später erst, aber wir haben einfach Kontakt gehalten und mein erster Fußballtrainer, damals war der 20, ich glaube, oder 18, 19 und hatte auch danach jedes Jahr im Sommer für meinen Geburtstag zum USA geflogen und mich besucht, als ich 9, 10, 11 war. Und überleg, so ein 19-jähriger, 20-jähriger Mann, der geht zu Amerika, eine 11-Jährige zu besuchen für Geburtstag, denkst du, hä, das macht keinen Sinn. Aber ja, das, ich glaube, ich habe Kontakt auf, gehalten so zum anderen. Du bist dann in Dallas gewesen, bist da in die Jugendakademie gekommen und von da aus dann nach Schalke gewechselt. Weißt du noch, wie damals der erste Kontakt zu Schalke zustande gekommen ist? Damals mein Berater, Corey Gibbs, der hat mir einfach angerufen. Wir hatten damals in Amerika, gibt's, das heißt Nationals Academy Playoffs. Und das ist so wie deutsche Meisterschaft hier. Aber da ist ein bisschen länger, ist ein Turnier. So mit, weiß nicht, 32 Mannschaften, so groß. Und ich glaube, Schalke hat einen Scout dort geschickt. Und das war in meiner Heimat Dallas, so direkt an unserem Fußballplatz. Eigentlich ist es in Indianapolis. Und die haben ihn geschickt hier. Und ich wollte eigentlich gut spielen, dass ich einen Profivertrag bei FC Dallas kriegen kann. Und dann auf einmal habe ich gehört, dass Schalke hat interessant. Die waren auch dabei. Und in diesem Turnier habe ich mein Bestes gegeben, Tore gemacht, alles. So. Ja, ich glaube, das ist, wie ich auf Schalke gekommen. Trotzdem ist es dann ja ein großer Schritt, alleine nach Deutschland zu gehen. Hat dir deine Zeit, die du schon in Deutschland verbracht hast, diesen Schritt leichter gemacht, zu sagen, ich gehe nach Deutschland? Ja, ich war, meine Eltern und meine Familie gibt mir schon Stress, weil ich bin so einer, der kann viel weg sein und es hört nicht so gut an, aber ich muss nicht jeden Tag anrufen oder jede Woche anrufen. Ich bin eine, eigentlich alleine zu sein. Ich kann überall gehen. Ich war auch, wenn ich 15 war, in Florida mit der Nationalmannschaft U17 in Florida gewohnt, 1,5 Jahre. Ich bin eigentlich viel unterwegs. Ich glaube, deswegen ist es nicht so schwer für mich. Dennoch, es heißt, dass du dann auf Schalke angekommen bist und als du dann das erste Mal auf Schalke trainiert hast, hast du gedacht, oh mein Gott, die sind alle viel zu gut für mich. Stimmt das so? Ja, das erste Mal, dass ich hier gekommen bin, so, oh wow, da gibt es andere Leute. Weil in Amerika, wie gesagt, nicht arrogant zu sein, in Amerika war ich meistens jedes Mal im Fußballfeld so eigentlich der Beste. Ja gut, du spielst Nationalmannschaft, yeah, also du bist ja nicht arrogant. Ja, yeah, yeah. Und dann habe ich hier gekommen und ich dachte, boah, es gibt andere Spiele so wie ich. So, oh mein Gott, schaffe ich das oder nicht? Und ja, im Trainingslager mit Norbert Eggert habe ich auch ein richtig Katastrophe-Testspiel gegen Oberhausen gespielt. Und ich dachte, boah, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Und hat er ein 1:1 Gespräch mit mir gehabt und hat gesagt, wir haben Zeit. Das ist kein Problem, wir haben ein Jahr. Man kommt und sagt, ein Jahr ist nicht so viel Zeit. Ne? Er hat gesagt, ist okay, arbeitet und wir schaffen das. Und jetzt bin ich hier. Also so wie das klingt, ist das Vertrauen von Norbert Elgard wichtig gewesen? Hast du ihm viel zu verdanken? Ja, auf jeden Fall, 100%. Er ist einer der wichtigen Teile, auch wenn das ein Jahr ist. Oder nur ein Jahr gewesen, der war auf jeden Fall ein wichtiger Teil zu meiner, wie gesagt, erfolgreich, auf jeden Fall. Hältst du heute noch Kontakt zu ihm? Ja, wir hatten an seinem Geburtstag jetzt
getroffen in seinem Büro und habe ich auch mit ihm geredet, wegen Scholter, wegen einfach Fußball und Leben. Da ist auch einer, dass ich kann jedes Mal anrufen und sagen, komm, können wir treffen und er wird immer da sein. So, ich glaube, das ist wichtig für einen Spieler. Ist Schalke 04, als du dann nach Deutschland gekommen bist, auch sowas wie Familie für dich geworden? Weil du musstest ja hier unterkommen. Du warst alleine, auch wenn du sagst, dass du gut alleine sein kannst. Ja, ich war in der Internat als so 19 Spieler. Ich war jeden Tag mit Schalke zu tun. So, ich glaube, die waren nicht von einer Auswahl bei mir. Es ist einfach direkt so Familie gewesen, weil ich bin jeden Tag mit den Leuten da, ich bin jeden Tag mit den Mitarbeitern und auch Tanja, die so alle im Internat war ich immer Kontakt und immer geholfen. War ich sag's mal, diese Geborgenheit, dieses herzlich willkommen, dieses ja, Wohlfühlen hier, war das auch ein Grund, dass du deinen Vertrag ja im Sommer verlängert hast? Also und gesagt hast, nee, ich will nichts Neues, ich will hier weiterspielen? Ja, auf jeden Fall. Hier ist, wo ich habe angefangen, meine Profikarriere zu anfangen. Und das ist, wie gesagt, das ist was Besonderes hier bei Schalke. Die Fans, die auch Gelsenkirchen, so wie die durch Schalke leben, einfach ist besonders. Habe ich auch mit der nochmal mit Michi Gerötsch gesprochen und auch gesagt, ist was anderes, wenn du gegen Schalke spielst und für Schalke spielst. Ne? Und er sagt, ja, auf jeden Fall ist was Besonderes. Und das ist einfach so. Bei Schalke ist so wie einer Familie. Die Blut von die Schalke-Fans sind blau und nicht rot. So. Ja, ist geil. Wie ist das eigentlich? Deine Familie wohnt ja weiterhin in den USA. Stehen die nachts auf, um deine Spiele zu gucken, oder nehmen die es auf und gucken morgens, oder sprecht ihr nur danach und die fragen, wie habt ihr gespielt? Nein, es kommt darauf an, wie die arbeiten und so. Eigentlich, ich glaube, meine Mama steht auf, bestimmt. Mein Vater manchmal, mein Bruder meistens nimmt auf und dann guckt den nächsten Tag. Ohne das Ergebnis vorher zu kennen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie der das macht, ich weiß nicht, aber macht er. Ja, ich glaube, die unterstützt mich, weil ich bin die Sonne und ich bin hier in Deutschland alleine, so auf jeden Fall, die gucken die Spiele. Gibt es irgendwas, was du in Deutschland vermisst, außer deine Familie, was es in den USA gibt? Ja, Essen, klar, Essen, auf jeden Fall. Gibt's nicht so viele Sachen hier in Amerika, in Deutschland, das in Amerika gibt's. Ich weiß, okay, Burgers und Steaks und so gibt es hier, aber in Amerika gibt es vier verschiedene Laden. Dass du in Amerika, ich könnte jedes Mal Fast Food oder in ein Restaurant gehen, weil da gibt es so viel Auswahl. Hier in Deutschland ist nicht so viel. Ja. Gibt es denn auch was in Deutschland, was es in den USA nicht gibt, was du zu schätzen und zu lieben gelernt hast? Ja, auch mit Essen zu tun. In Amerika, als wir zurückgezogen, ich wollte immer Bratwurst, so wie in Deutschland, wie das ist. Auch Döner ist auch hier richtig lecker. Ja, und auch es kommt darauf an, wo du in Amerika bist. In Deutschland, ich mag so die Natur, wo du einfach auf Straße gehst und du siehst die Leute, wie die am Laufen oder Fahrrad fahren oder nicht jeder hat ein Auto und ist nicht so, jeder Strecke ist übertrieben lang, so weit und ist in Amerika, wenn du Supermarkt gehen willst, musst du Auto nehmen. Du kannst nicht Fahrrad fahren, sonst fährst du 30 Minuten. So, hier alles ist so eng und so zusammengehalten. Und zum Nachbarort bist du auch mal schnell 4, 5, 6 Stunden unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in Texas, vom Dallas zum El Paso, habe ich auch Freunde, dass ich Fußball mitgespielt. Zu El Paso ist schon 13 Stunden. Und das ist nur eine Stadt. So eine Städte, so ist krank.
War es früher einfacher, die Strecke zu fahren? Und wenn du heute weißt, wie nah sowas beieinander sein kann, dass du dir denkst, oh. Ja, jetzt in Amerika, wenn jemand sagt, komm, lass mal. Aber jetzt eigentlich hier, weil alles ist so nah zueinander, wenn ich denke, okay, von hier zu Köln ist eine Stunde oder so. In Amerika jetzt, wenn ich muss weite Strecke fahren, ist eigentlich mir egal jetzt. Ist normal für mich, so jetzt 30 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde, drei Stunden zu fahren. So, jetzt ist okay. Du bist Fußballprofi jetzt hier auf Schalke geworden. Wann hast du festgestellt, ja, das klappt so, wie ich das mir vorstelle? Manchmal immer noch nicht. Manchmal, ich habe sogar vor einer Woche gesagt, so, boah, ich war in Amerika, ich war jung, ich habe nie gedacht, dass ich Profifußballer werden können oder wird. Und ich denke mir manchmal so, boah, ich habe so hier nicht komplett geschafft, aber den ersten Teil geschafft, so Profi zu werden. Und naja, immerhin hast du einen Vertrag verlängert. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben ihn jetzt 2 Jahre lang mit durchgezogen und jetzt guck, dass du wegkommst. Ja, und ich denke mir manchmal so, das ist krass, so, ich bin selbstverständlich, so, ich habe mein Ziel bis jetzt erreicht. Und ja, jetzt auf jeden Fall habe ich andere Ziele und was ich besser kann und alles, aber bis jetzt, ich bin zufrieden. Und was du ja auch erreicht hast, ist, dass du beim Gold Cup die US-amerikanische Nationalmannschaft als Kapitän auf den Platz geführt hast. Was hat dir das damals bedeutet? Ja, auf jeden Fall, das bringt man sehr viel selbstbewusst, weil du musst halt denken, das gibt so viele Menschen auf dem USA, ganze Country, so das ganze Land. Und du führst die Mannschaft so, auch wenn wir haben nicht gewonnen, ist trotzdem eine Moment, wo du nie vergessen wirst und dass du sehr stolz auf dich selber bist. Und ja, ich hab voll viel Respekt für die Menschen, die Kapitän sind. Für meine Mannschaft ist nicht so einfach. Und man denkt, okay, du siehst einfach den Band an und spielst so einfach dein Spiel, aber du musst halt deine Mannschaft hochbringen, du musst deine Mannschaft so unterstützen, du musst, wenn eine Person irgendwas macht, das nicht wichtig ist, musst du, ey, komm, mach weiter. So ist nicht so eine einfache Arbeit, aber ist schon eine, der, ich glaube, man muss bereit sein für und muss der Charakter für das haben. Du hast was geschafft, was vor dir noch keiner geschafft hat. Gegen Kuba hast du den schnellsten Hattrick aller Zeiten im US-amerikanischen Trikot geschossen. Hast du dir ja danach den Spielball gesichert? war natürlich eine Moment, wo ich auch so, weil ich glaube, wann war das nochmal? Das war, ich glaube, die Wochenende von meiner Mamas Geburtstag. Und habe ich diesen Moment nie auch vergessen. Ich habe den Trikot immer noch zu Hause und den Ball auch noch zu Hause. Klar, ich will nicht schlecht reden über Kuba, war nicht so ein schweres Spiel. Aber, und die waren einfache Tore, aber trotzdem war ein geiler Moment, ein geiles Gefühl für mich. Wusstest du in dem Moment sofort, dass das der schnellste Hattrick aller Zeiten war, oder hat man dir das erst nach dem Spiel gesagt? Ja, erst nach dem Spiel. In dem Moment, du denkst einfach, boah, ich habe 3 Tore geschossen. So, wie? Wir stehen ja 2 Jahre vor einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ist das so ein Ziel von dir, 2022 in Katar mit deiner Mannschaft aufzulaufen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, keine Mannschaft wird sagen, das ist nicht mein Ziel. es wird, ich glaube, was Besonderes sein. Ich
letztes WM, wir waren nicht dabei. Und ich glaube, ich will eine gute Chance gehabt, auf die Karte zu sein. Einfach als Jungspieler, so wie damals, wie die gemacht mit Landon Donovan und so. Aber ja, ich glaube, 2022 wird auf jeden Fall ein gutes Jahr sein, hoffentlich. Ja, aber werden wir sehen. Wie machst du das überhaupt? Ich meine, so Länderspieltouren führen dich oft in die USA. Das sind dann mehrere Stunden Flug, Jetlag. Wie kommst du damit zurecht? Ich glaube, ich habe noch nicht. Ich habe eine Statistik gesehen, dass ich 6 Mal verletzt zurückgekommen, dass ich nicht mehr direkt spielen konnte. Und ist halt nicht, dass die Leute die Arbeit nicht macht oder die kommen nicht drum, alles zu machen, dass du wieder fit bist dort oder hier in Schalke. Ist halt schwer. Du fliegst 10 Stunden, trainierst du. Und das Zeitunterschied, manchmal du trainierst in 5 Uhr abends, 17 Uhr und in Deutschland ist schon so, weiß nicht. Ist halt schwer. Aber ja, jetzt, ich nehme die Sachen und die Unterstützung, dass die mir geben und tue ich das und dann versuche ich wieder fit immer zu kommen. Hast du denn einen Tipp, wie man in so einem Flieger, als Vielflieger, möglichst gut zum Schlafen und Ausruhen kommt? Melatonin? Nein, ich weiß nicht, ich schlafe eh nicht so viel im Flug. Ich glaube, einmal in meinem Leben so eine weite Flug richtig durchgeschlafen. Das beste Gefühl, wenn du einfach einschläfst und dann stehst auf und die sagen, wir landen jetzt in 20 Minuten. Aber nein, ich habe gar keine Tipps. Wenn du weißt, ein paar Tipps, dann gib zu mir bitte. Ja, ich bin nicht so ein Vielflieger, außer wenn wir nach China fliegen, sitze ich nicht so lange im Ja, Flugzeug. ist eigentlich. Ich weiß nicht. Man kann nicht. Menschen kann schlafen, Menschen kann nicht. Ich bin einer, der Film guckt und nochmal einen Film guckt und dann nochmal einen Film guckt. Und meistens habe ich schon alle Filme darauf geguckt. Aber kann ich zweimal gucken, ist okay. Was guckst du für Filme? Eigentlich alles. Romantisch, Horror, Drama, Action, ich gucke alles. Alles. Ich glaube, jetzt bei mein Apple Library habe ich 250 irgendwas Films drauf. So, weil ich habe keinen, wie gesagt, ich gucke nichts anderes zu Hause, ich gucke Netflix oder Film. Jetzt aber zu was anderem. Du bist ja, wie du gerade schon selber gesagt hast, so eine sportliche Allzweckwaffe. Du hast von hinten rechts bis vorne links alles schon gespielt. Ist für dich das Spielen wichtig oder hast du schon sowas wie eine Lieblingsposition? Nein, ich habe auf jeden Fall Lieblingsposition. Ich habe immer gesagt, dass ich will nicht gut in viele Positionen, ich will der Beste in einer Position. Ist besser für einen Verein und der kann mehr daran arbeiten. Also guck, wann ich Rechtsverteidiger zweimal spielen, dann Mittelfeld viermal und dann vorne li links dreimal, dann ich muss jedes Mal von diesen Positionen auf diesen Positionen was anders denken, so wie ein Innenverteidiger jetzt. Ich habe immer bewegt und rausgerückt oder gespielt manchmal wie eine Sechse, weil in meinem Kopf, ich bin Mittelfeldspieler, ich muss hochgehen oder so. Es ist eigentlich schwer manchmal, aber wie gesagt, ich bin gut in viele Positionen, aber ich will der Beste oder richtig gut in einer Position. Aber hilft das nicht, wenn man so vielseitig ist, dass man in der Position, wo du der Beste sein willst, ich sage jetzt mal als Sechser, einfach auch ein Verständnis für die anderen hat auf dem Platz, weil man diese Position auch schon gespielt hat? Dass du weißt, okay, der wird jetzt wahrscheinlich so laufen, weil ich weiß, weil ich das schon mal gespielt habe. Ja, das kann helfen. Eigentlich, du denkst nicht so darüber nach im Spielen. Du denkst, okay, ist meine Arbeit, muss ich diesen Schrecke machen.
aber ich habe Verständnis für so das Arbeit in diesen Positionen. Wenn jemand sagt, ja, Stürmer ist einfach, ist nicht so einfach, du musst die ganze Zeit anlaufen, kann Benito anschauen im Spiel. Und dann, wenn jemand sagt, Rechtsverteidiger ist einfach, du musst halt denken, du musst die ganze Strecke rennen, flanken und dann wieder zurück und dann nochmal und dann wieder zurück. So, ich habe Verständnis für die Arbeit und ich bin stolz oder ich habe Respekt für diese Arbeit, was die da machen, weil es auch schwer. Also mir geht es ab und zu so, dass wenn ich auch, ich meine, ob man jetzt Benito oder Bogi war, bei Benito fällt es besonders aus, weil der ja auch klein ist und unfassbar schnell ist, steht man da als Mitspieler auf dem Platz und denkt sich teilweise, wenn man die Spieler sieht, wie die ackern, das ist krank? Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, als Mannschaft, wenn du auf dem Feld bist, du willst alles geben, du willst, wenn du siehst, wie Benito rennt, dann denkst du, boah, ich renne auch hinterher, so, bah, ciao. Aber ja, ansonsten, ich glaube, man braucht das als Mannschaft und ich glaube, Schalke insgesamt ist, wie gesagt, ein Molusch-Club, die brauchen das auch zu sehen. So. Könntest du dir eigentlich vorstellen, auch irgendwann mal, jetzt ist der Torwart verletzt sich, in der letzten Minute auch ins Tor zu gehen? Ja, vorhin ja, vielleicht mit dem Schulter jetzt, ich weiß nicht, vielleicht mit einem Arm so, aber... ja, ich kann auch Torwart spielen. Eigentlich nicht. Vielleicht besser, weil ich habe auch diesen hier, diese Narbe, weil ich habe ins Tor so bar, als ich Torwart gespielt habe. Damals so als Spaß habe ich ins Pfosten so. Warst du da schon Profi? Also bist du gesprungen und vom Pfosten gesprungen oder was? Nein, ich war nicht Profi. Ich war 11, 12 Jahre alt, ich glaube, und dann einfach im Pfosten gesprungen. Und Stitches zugenähten. Ja. Wie war das dann, wenn du dann nach Hause gekommen bist? Hat die Mutter nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, ach Gott, der Oh nein, das war, meine Mama war da, weil in Amerika die Eltern kommen zu den Trainings, weil die musst ihr fahren. Das ist, wie gesagt, nicht so nah dran. Ja, ich war im Tor, habe ich ein Spieler von mir hat richtig in die Ecke geschossen. Und damals war die eckige Pfosten. Dann habe ich einfach bar gegen Pfosten, gehe ich runter und ich sage, oh mein Gott. Und dann meine Mama rennt und ich sage, und dann habe ich angefangen zu lachen, so, haha, ist okay, kein Problem, ist okay, aber ich bin immer noch so, haha. Und dann meine Mama geht weg jetzt und dann ich mache so und dann sehe ich nur Blut. Und ich sage, Mama! Und dann einfach rausgerastet und ich hasse Spritzen, so Nadeln und so, und die mussten mir eine Spritze geben, meine Augen hier und da, ja. Also doch besser Feldspieler. Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, selbst in der Situation hast du erstmal gelacht. Täuscht der Eindruck oder bist du ein Mensch, der eigentlich immer gute Laune hat? Ich kann nicht sagen, ich habe immer gute Laune. Weil manchmal habe ich nicht. Kommt drauf an. Ich glaube, ich bin einer, der einfach zu guter Laune bringen kann. Wenn ich traurig bin oder irgendwas und jemand macht irgendwas witzig, dann ja, würde ich lachen, bestimmt. Auch wenn ich sauer bin. Ich bin einfach zu lachen bringen, glaube ich. Was muss geschehen, damit du böse guckst? Na, ich kann nicht sagen, Schiri eine falsche Entscheidung zu machen, weil habe ich auch gelacht. Ich weiß nicht. Eigentlich irgendwas, jemand muss irgendwas falsch sagen, glaube ich. Und dann würde ich, oder mir ein Grätsche geben auf dem Feld. Ich würde bestimmt anfangen lachen, so, okay, so ist das, so spielen wir. Und dann will ich böse sein, so nach ich dem einen Grätsche geben. Bist du einer, der auf dem Platz dann auch mal so einen Spruch hinterher sagt und den Gegner auch mal ja, spüren lässt, dass du da bist? Bewusst? Manchmal. Nicht so oft. Ich bin einer mehr, der Grätsche gibt oder einen Bodycheck gibt,
dann spüren die, dass ich da bin. Aber ansonsten mit Reden, wenn einer mit mir redet, dann ja. Aber ansonsten mache ich nicht von alleine meistens. Eine Frage haben wir noch. Und zwar, in deinem allerersten Interview mit dem Schalker Kreisel hast du vor 2 Jahren gesagt, dass du mit dem Gedanken spielst, Klavierunterricht zu nehmen. Hast du angefangen? Klavier. Klavierunterricht. Klavier. Das, ja. Piano. Ja. Ich habe angefangen damals mit meinem Piano. Als ich umgezogen, habe ich aufgehört und habe ich nicht mehr. Aber es ist eine gute Frage, weil ich habe im Urlaub, ich habe gesagt zu meiner Freundin, ey, willst du eine Klavier-Lesson machen? Weil ich will so richtig lernen jetzt, so wieder so anzufangen. Weil mit solchen Sachen kannst du nicht einfach so aufhören. Wenn du lernst, kannst du nicht aufhören, dann direkt wieder so, weiß alles so. Ich wollte eigentlich nochmal machen, entweder Klavier oder Tanzen. So Breakdance-Kurs, das wird auch cool, glaube ich. Ich wollte irgendwas anders machen als Fußball, so ein Hobby zu haben. Aber deine Freundin wird sich wahrscheinlich riesig freuen, weil wovon träumen Frauen mehr als von Männern, die tanzen können und Klavier spielen können? Ja, ich weiß. Ich kann ein John Legend und Chris Brown sein.